Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Servus Leute, Blink von ITC mal wieder und Metroid Prime Nummer 22. So, wir sind in unserem wunderschönen Raum aber noch gar nicht fertig. Und ich muss mich hier dann doch mal umsehen und bewegen und fuck you. Aha. Das habe ich gesucht. Kann ich das nicht scannen? Aber ich kann es. Kann ich es? Ja, kann ich. Das ist sehr interessant. So. Nein, lass mich. Ich wollte unbedingt. Nein. Verdammt. Ich wollte unbedingt in der ersten Minute vom Part das Ding einsammeln. So eine Scheiße. Chozo Artefakt erhalten. Dies ist das Artefakt der Chozo, das 7. von insgesamt 12. Aha, aha, aha. Heißt das Ding wirklich die Chozo? Yep. Schön. So, also, ich brauche jetzt, dann lass uns doch hier mal rauskommen. Denn ich brauche ein wenig Action, ansonsten schlafe ich hier gleich ein. Ich muss echt aufhören, mir zwischen den Parts so fette Essensportionen zu machen. Auch auf die Gefahr hin, dass ich euch jetzt hungrig stimme, aber ihr guckt ja immerhin lieb und nett YouTube, dann kann ich auch mal ein bisschen, ne? Gemeinsam Zuckerbrot und Peitsche, ihr kennt das ja. Also nein, ich habe gerade das totale Fresskoma, wollte eigentlich unbedingt gerne noch ein paar Parts abdrehen, und muss aber gleich auf Nachtschicht. Das ist eine richtig tolle Kombination. Ah, hey, servus. So, ihr Bitches. Euch kann ich jetzt sehen. Nur deswegen taucht ihr hier auf, damit ich das mal aus... Nein. Wow. Kann diese scheiß Rakete dann bitte trotzdem mal anpeilen? Danke. Du bist kacke. Ey, wieso keine Zielverfolgung? Na toll. Und trotzdem ist der Visor nur Short Range. Ich sehe dich. Natürlich nicht. Da. Ach, Kacke. Wurde durch ein Blatt abgewehrt. Fick dich! Ah, Himmel, Herrgott. Da bleibt ihm doch glatt der Kiefer offen stehen. So, Missiles? Null. Schlecht. Klick. Aha. Aha, aha. Und raus hier. Mist, das wäre cool gewesen. Wenn es getroffen hätte. Na egal. Puh. Na, na du, ich hasse diese Passage. Sie ist so... kantig berechnet. Kacke und... So. Oh, warte mal. Wir haben jetzt... Oh ja, wir haben jetzt alles, was ich brauche. Dann gehen wir... Wie gehen wir jetzt auf dem schnellsten Wege... Ich will nach Magmoor. Oh, ich renne doch nicht hier quer durch, Alter. Oh, schaut mal, da ist noch eine Tür. Ah, die will ich. Denn unser neues Spielzeug lässt uns nicht sehr weit sehen. Schade. Nein, hier. Das, da. Hey, was ist da los? Unser neues Spielzeug lässt uns diese Plattform dort unten sehen. Was übrigens sehr schön gemacht ist, ich habe euch da mal einen Cliffhanger gegeben. Moment, lasst mich da erstmal drauf springen. Klick.
Man sieht nämlich das Regengeplätscher hier in der Luft. Finde ich richtig toll gemacht. So. Und damit ist dann diese Tür nicht nur auch sichtbar, sondern auch passierbar. Wir gehen hier mal rein. Habe ich nicht vorher noch über meinen Missile-Vorrat gemeckert? Ey, geh da lang. Kann ich mir ja wohl mal im Gesicht kratzen, ohne gleich an irgendeinem Item vorbeizurennen. Ist ja schlimm. Das ist doch das Lockere mit Wiimote und Nunchuck. Du kannst einfach spielen, wie du Bock hast. Du kannst hier rumhängen wie der letzte Assi, weil du deine Hände nicht so handschellentechnisch zusammenhalten musst, weil du einen Controller benutzt. Ich meine, okay, bei einem Ego-Shooter, ja, ne? Aber ansonsten? Weiß nicht. Habt ihr euch, während ihr das Nunchuck bedient habt, noch nie im Sack gekratzt? Okay, nein, blöder Vergleich. Aber ihr wisst, was ich meine. So, Show the Ruins. Lass mich doch mal sehen. Das ist die Oberwelt. Hey, wo renn ich denn jetzt lang? Oh ja, ist eine gute Idee. Hüpf, mach auf den Scheiß. Also gammeln wir uns mal ein paar Sachen. Wehe. Ach, es war so klar. Ihr blöden Drecksviecher. Da, jetzt ist er nicht nur abgeprallt, sondern hat die Zielsuchfunktion wieder gehabt, oder was? Oh, toll, und ich habe natürlich keinen... Oh, das ist doch jetzt schlecht. Dann halt Nahkampf. Damit du möglichst viel triffst, verdammt. Da. Drecksviecher. Und ja, ich weiß, es ist ein Missile-Depot hier in der Nähe, aber ich habe doch keinen Bock vor dem Kampf nochmal da wegzulatschen und dann wieder hier hinzulatschen und währenddessen schreien die ganze Zeit hier rum und ich kann mich nicht konzentrieren. Kacke. Bäh. So. Bitches. Na, geht's? Murmel da durch. Danke. Steck rein den Plug. Und ja, wir haben leider während der Cutscenes dann doch trotzdem keinen Grapple Beam am Unterarm. Das hat man sich dann doch wohl gespart. Sehr schade. Und meine Lautsprecher haben gerade wieder irgendwas Komisches getan, aber ihr habt das nicht gehört. Nein. So. Obwohl es sich cool angehört hat. Mal gucken, was ich da wieder gestartet habe. So, ich weiß, wir können den roten noch nicht machen, aber wenn wir gerade schon mal hier in dem Raum sind, way. Ach so, ja. Na? Klick. Hey, wie praktisch. Gib das. Und ich, ja. Fupp. Ich habe keine Ahnung, wie wir das getan haben. Das war nicht der Boostball. Wir wurden einfach hochgesaugt. Ja, egal. Oh ja, we get it. Lass mich hier aus dem Raum raus jetzt. Da sind sogar mehrere Türen, die wir noch gar nicht... Ja. Die Rohre haben es jetzt so gebracht. Aber hier drin war nichts mehr. Toll, Gang erforscht. Ciao. Ich gehe wieder weg. Irgendwie, also... Oh nein, nicht schon wieder ihr. Ey, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich weiß nicht, also irgendwie wirkt das gerade ein bisschen unkoordiniert. Oh, fickt euch!
reicht's mir aber. Aber wie ihr seht, ich hüpfe gerade mit dem X-Ray schon in der Luft rum. Deswegen bin ich hier. War's das? Danke. Da wir ja jetzt Benditium kaputt machen können. Bam! Das ist schon echt präzise, so eine Powerbombe. Prügelt uns da so eine astreine Halfpipe. Ohne Schutt, ohne... Ey, fick dich, du Ding! Denn ja, diese lümmligen Parasiten sind nur dafür da, um mir auf den Sack zu gehen. Klick. Ah, lümmlige Parasiten. Unkoordiniert. As fuck, sag ich doch. Na? Komm. Hey, komm, lass mich da hoch. Mann. Und ja, so geht das auch. Boah, ist das... Oh. Joystick-Perspektive voll verrissen. Das nenne ich dann unkoordiniert. In the first place. Ah, shit off. Was ist denn kaputt gerade? Na komm. Ey. Ist doch nicht dein Ernst jetzt. Ne? Was war? Krieg ich aber so langsam zu viel, Leute. Ist nur noch der. Wie schön. Nein. Alter, nein. Was ist das denn? Bäh. So. Kann ich aufstehen? Natürlich nicht. Ich werde euch jetzt einfach so... Fickt euch! Bäh! 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 Alles für einen Missile-Container. Get wrecked! So. Ich möchte... Da kam ich her. Oh, Alter. Scheißegal, wie ich es drehe und wende. Habe ich euch Pisser wenigstens... Nein, natürlich nicht. Habe ich euch Pisser nicht gescannt. Gepanzerter Parasit, zäher Vertreter der Familie der Parasiten, unempfindlich gegenüber den meisten Waffen. Dieser direkte Verwandte des gemeinen Parasiten ist für seine unglaubliche Widerstandskraft bekannt. Nähere Beobachtungen lassen vermuten, dass er auf Waffensysteme des Morphballs empfindlich reagiert. Im Prinzip heißt das also, schieß sie nicht aus der Distanz ab, mach das Minispiel, du Idiot. So. Wie schön, dass wir endlich mal wieder Powerbeam bzw. allgemeine Beamtüren haben, Alter, lade. Klick, klick. Wieder durch. Drecksviecher. So. Ja. So. Ja, war klar.
Also ich stehe ja auch auf Gegner-Upgrades in alten Systemen, beziehungsweise in alten Gebieten. Aber die sind nervig. Tut mir leid, die sind echt nervig. Das Ding habe ich, oder? Nö, hab ich nicht. Wie schön. Dann hüpfen wir mal diesen Bottich rein. Woo! Klick. Danke. Wozu eigentlich die ganze lange Reihe wieder lang? Ich will doch eigentlich nur hier raus. Sehr widerstandsfähige Pflanze. So. Oh. Yep, da wollte ich hin. Beziehungsweise... Oh nein! Wollte ich überhaupt nicht hin. Also ja, ich wollte da hin, aber... Ihr kennt den Raum noch, da war uns mal ein bisschen zu heiß. Tada! Und da wir jetzt den Grapple Beam endlich haben, können wir hier auch mal lang. Nein! Ach, das war natürlich mal wieder typisch.